Scheiße. Ich möchte das nochmal machen. Das war beschissen. Ja! Ich habe zu wenig von diesen blauen Sternen bekommen. Das war gut. Irgendwie zieht er so leicht nach links. Das kann ich machen. Fuck, da war ich zu schnell. Ich darf nicht komplett boosten. Aber wenn ich das jetzt so vernünftig hinkriege, dann sollte das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Das war kacke. Richtiger Müll, den ich hier gerade abliefer, ne? Kann ich eigentlich direkt wieder in die Tonne treten? Mann! Jo. Das war wieder der beste Absprung des Jahrtausends. Sollte dieses Super-Bonus-Level eigentlich nicht Spaß machen? Wie im zweiten Teil? Warum muss ich mich jetzt hier nochmal anstrengen? Oh mein Gott! Ja gut, bisschen Anstrengung gab's da ja auch. Jo. Jo. Ach man, ey. Ich fand das mit dem Achterbahnfahren echt spaßiger als hier den Mist. Warum bin ich jetzt schon in der zweiten Runde Erste? Sagt mir das mal jemand. Ich habe eben nichts anders gemacht als sonst. Also muss ich nur noch aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Mist baue. Zum Beispiel hier an der Stelle. Kann man ja mal leicht runterfallen.
ich habe jetzt noch was, falls der jetzt auf einmal kommt. Yes! Ja! Ja! Du hast sie abgefertigt wie eine Bande frostbeuliger, plattfüßiger, zuckeressender, bleihosentragender, schielender Gletschertrolle auf Sperrholzbrettern mit Sandpapier darunter. Und wir haben auch noch was Glänzendes gewonnen. Dezent übertrieben. Yay! So. Ich muss ja noch die restlichen Drecksedelsteine suchen. Mann, ich brauche Sparks. Das macht doch ohne Sparks hier keinen Sinn. Man konnte, wenn ich jetzt Rennen beenden mache, kommt dann das, was ich haben muss? Nee, natürlich nicht. So, leck mich erstmal. Ich brauche Sparks. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Wo kriege ich Sparks her? Gibt's hier überhaupt Sparks? Ach komm, ich... sterb einfach, dann habe ich wieder Sparks. Hätte ich eigentlich auch hier machen können, oder? So. Kann ich hier irgendwo schon zu Fuß hin? Da oben. Ach Mann. Nein! Ja, das wäre... Ha! Doch noch gekriegt. Habe ich was gesehen. So, aber erstmal hier. So. Dann möchte ich gerne hier oben welche holen. Falls es hier noch welche gibt. Ich meine, von auf der Rampe hätte ich eben was gesehen. Ja. Irgendwo. Aber wir müssen jetzt erstmal hier lang, Sparks. Hier rechts, da war doch was. Da habe ich doch was glänzen gesehen. Das ist okay. Da oben waren wir. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir es... weil wir sind zu schnell für Sparks. Hier ist nichts mehr. Gut. Dann machen wir mal hier noch 3 Runden. Und hoffen, dass da keine Bestzeit angezeigt wird. Mein Problem ist irgendwie, ich springe immer viel zu spät ab. Deswegen packt er das manchmal nicht. Ich weiß nicht warum. Muss man gleich bei mir am Analogstick gucken, vielleicht ist da irgendwas checken.
Nö, vielleicht willst du Bayro das auch einfach so, dass es leicht nach links geht. Das war nicht so gut. Ich hoffe einfach mal, dass da keine Zeit kommt. Auf jeden Fall 2 Minuten sind machbar. Echt nicht sicher, ob wir hierfür, ich muss jetzt mal nachgucken, ob wir dafür einen Könnerpunkt kriegen, weil ich habe jetzt keine Lust, mich hier abzuhetzen. Ich werde es sowieso wieder rausschneiden. Okay, wir kriegen hier nichts dafür, denn wir haben schon den Epilog. Ja, deswegen versuchen wir uns jetzt auch gar nicht erst daran, da die 2-Minuten-Marke zu knacken. Es ist zwar möglich, aber man muss es nicht haben, ne? 20.000 haben wir nicht. Ah, hier ist offen. Ja. Ah, es ist doch nicht unbegrenzt. Schade eigentlich. Okay, Nummer 1. Hol ich mir direkt 9. Wo seid ihr? Da. Ich hab euch eben die ganze Zeit gesehen. Nummer 2. Hier sind 7 Stück. Wo ist der Rest? Da unten. Schön ist, jetzt sind hier direkt wieder 2 Stück. Ihr schießt nicht, oder? Oh, da. Oh, hier sind so viele auf einmal. Ich weiß gar nicht, welches ich als erstes machen soll. Wohin? Ist weg. Da. 1 noch. Da müssen wir auch die 20.000 voll haben. Tja, wo treibst du dich rum? Ich dachte, hier könnte man sich schon reinschummeln irgendwie. Wo ist der? Da! Fliegt der hier unten lang, der Knups? Super. So, was ist da jetzt hinter der Tür?
Nochmal der Boss oder was? Natürlich! Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber die Zauberin muss den letzten Kampf überlebt haben. Sie hat die ganze Zeit hier gewartet, um ihren Zauber zu sparen und dich zu zerstören. Die beste Chance, sie zu besiegen, hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe sie mit einigen Zaubersprüchen belegt, um ihr mehr Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit zu geben. Aber der Rest liegt bei dir. Nachdem du so weit gekommen bist, Spyro, weiß ich, dass du sie schlagen kannst. Kann. Gut, dann. Da hättest du ruhig ein bisschen hier die Feuergeschwindigkeit erhöhen können. Los mit dir. Eieiei. Okay, da hätten wir sie gerade nochmal getroffen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Finde ich das dezent blöd. Vor allem, weil die Musik schon wieder nicht geändert wurde. Was ist denn da draußen los? Ich höre komische Sachen. Och Mann, ey, das ist so ätzend langweilig, ne? Darf ich nicht mehr getroffen werden? Hat sie sogar extra gewartet, bis ich sie wieder angeguckt habe. Da war ja gefuchst. Huiuiuiui. Jetzt ist es down. Yin Yang. Hallo. Ach, Zwillinge. Thank you.
Jo! Und das war jetzt aber wirklich. Jetzt kann ich auch mal die Credits durchlaufen lassen. Jetzt muss ich mich einfach strecken, nur. Also ich fand den letzten Kampf scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätten sie den mit an den anderen Kampf gepackt, wäre es besser gewesen. Aber so jetzt nochmal dafür einzeln einen Kampf zu machen, war irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, billig, keine Ahnung. Ich habe ja vorhin schon mein Resümee zu dem Spiel abgegeben. Deswegen werde ich jetzt nur noch gerade nochmal ankündigen, was denn als nächstes kommt. Und zwar Tombi 2 von Geschenk bekommen von der Legenda. Ich hoffe immer noch, dass das richtig ist. Es wäre sehr peinlich, wenn nicht. Ja, und das wird ein Blind Let's Play, aber kein 100% Let's Play. Also ich strebe keine 100% an. Es kann natürlich sein, dass man die sowieso dann macht, die 100%, aber werden wir dann ja sehen. Und ich werde auch versuchen, erstmal keine Guides zu benutzen, sondern erstmal alles selbst machen. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat und dass wir uns bei meinem nächsten Let's Play, nämlich Tombi 2, wiedersehen.